Drei Tage nach seiner Ermordung durch eine Autobombe ist der Journalist Pavel Scheremet in seiner weißrussischen Geburtsstadt Minsk beigesetzt worden. Etwa 1000 Menschen gaben ihm das letzte Geleit. Scheremet war am Mittwoch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ermordet worden. Er war als kritischer und investigativer Journalist bekannt. Wir müssen also annehmen, dass gute und ehrliche Journalisten in keinem Land erwünscht sind. Was immer hier auch letztlich bewiesen werden wird, diese demonstrative Hinrichtung mitten in Kiew zeigt, dass jemand Journalisten im Visier hat. Scheremet hatte seine Heimat Weißrussland wegen seiner kritischen Berichterstattung verlassen müssen. Er war nach Russland gegangen, war dort aber wegen seiner Berichte über den Konflikt in der Ukraine in Schwierigkeiten geraten. Die ukrainische Regierung hat die USA und die EU um Hilfe bei der Aufklärung des Mordes gebeten.